So, NATO. Schon wieder alles im Ursch. 2100 Dollar haben wir jetzt momentan. Das ist wunderprächtig. Es wird. Ja. Jetzt haben wir noch zum guten Avery. Und schauen mal, was er jetzt für uns hat. Ich denke mal, jetzt kommt gleich die Ass-Mission. Mit Controller. Aber Xbox sieht das eigentlich super. Auf Tastatur war es, glaube ich, ein Pain in the Ass. Könnte mir jetzt hier auch passieren. Ja. Avery! What do you have for me? Schutt und Asche. Ich glaube, das war die. Selbstfahrende Limousine. Now look here, son. I got a problem and I reckon you could help me with it. I'm no builder. No, I was thinking more of your demolition skills. Now this here, this is the development as planned, and this is the property that we're looking at. You're trying to say this new office block is kind of in the way. You catch on quick. Now I'm gonna head out of town for a while, and if that office development were to face sudden and insurmountable structural problems, then I... As a civil-minded individual, you feel obliged to step in and save the rejuvenation of an important area of the city. Where can I get more guys like you? Aus dem Knast anscheinend. Ja, der Topfanwagen. Das ist die Mission. Das Gebäude ist ihm im Weg, um das geht es. Jetzt regnet das auch noch. Das sind gute Voraussetzungen. Sehr gut. Aber gut, wir machen natürlich das, was man uns geheißen hat. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das mit der Steuerung jetzt wird. Benutze den ferngesteuerten Helikopter am Boden, um 4 Ziele an dem sprengischen vorgesehenen Gebäude zu machen. Mhm. Du musst an jedem Ziel eine Bombe abwerfen. Die Reihenfolge ist beliebig. Gott sei Dank. Um eine Bombe aufzunehmen, steuert der Helikopter direkt drüber. Der Helikopter kann immer nur eine Bombe tragen. Um eine Bombe abzuwerfen, drücke Nummer STRG oder Maustaste L. Wenn eine Bombe ihr Ziel verfehlt, kannst du sie erneut aufnehmen und es nochmal versuchen. Wenn du die erste Bombe aufgenommen hast, wird der Zeitzünder aktiviert. Dann hast du noch 7 Minuten, um die restlichen Bomben im Ziel zu platzieren. Über eine Haupttreppe hat man Zugang zu allen Stockwerken des Gebäudes. Ja, ne? Jetzt müssen wir mal gucken. Toll. Das war so. So drehen wir uns. So steigen wir. So sinken wir. So drehen wir uns. So fliegen wir vorwärts, so nach vorne. Es ist halt ziemlich bescheuert gemacht. Ne? Demnach werde ich jetzt mal gucken, ob wir die Steuerung nicht mal eben ändern können. So, warte mal. Neues Spiel starten. Nein. Optionen. Controller Server Steuerung ändern. So, jetzt pass mal auf. Also. Es geht jetzt hier um die Helikoptersteuerung. Das muss ich mal kurz gucken. Links sehen, Geschütz links, Nummer 4, 5. Nach hinten, aha, nach hinten neigen und nach vorne neigen sind 9 und 6. Das ist schon mal Schwachsinn. So, nach hinten neigen. Nein, nein. Hat denn das jetzt aufgenommen? Kann man das denn löschen? Gott sei Dank. Nach vorne neigen ist das jetzt hier? Ne, es ist nach hinten neigen. So, daraus machen wir dann 5. Und nach vorne neigen. Verdammt. So, nach vorne neigen ist dann 8. 5 und 8. So. Jetzt muss ich überlegen. Nach rechts sehen, Geschütz links, rechts, genau. Geschütz nach links ist dann 4, ist richtig. Und Geschütz
Nach rechts wird dann 6. So. Das sollte jetzt so eigentlich richtig sein. Damit steigen wir. Hä? Ah, genau. So, jetzt habe ich mich nur da vertan. Das müssen wir noch kurz ändern. Controller Setup, Steuerung ändern. Wir müssen mal ganz kurz. Wieso ist das jetzt nach hinten neigen? Nach vorne. Hä? Also nach vorne neigen ist für mich. Aber bitte, gut. Wir ändern das mal schnell. So, fertig. Dann sollte das so funktionieren. Jetzt habe ich nur irgendwas im Fahrzeug Maustaste L. Heranzoomen, rechts, links. Der ist doch vorhin irgendwas weggegangen, oder? Keine Ahnung. Lassen wir erstmal erzielen, ne? Oder? Doch. Keine Ahnung. Let's test it. Damit steigen wir, damit sinken wir. Damit fliegen wir nach vorne, damit drehen wir uns. Das sieht gut aus. So sollte das gehen. Hoffentlich. So. Hallo. Bitte nehmen diese Bombe. Danke. So, und jetzt geht's ab. Ich glaube, ich habe das sonst immer so gemacht, dass ich erstmal ins oberste Stockwerk geflogen bin, weil ich da den weitesten Weg schon mal hinter mir hatte. Weil die Bauarbeiter, die sind da auch nicht so ganz erpicht drüber, was wir hier so tun. Allerdings können wir dem auch entgegenwirken. Hoppala. So, Freunde, jetzt so nicht, ne? So. Damn, I gotta lay off the pills. Wow. I'm seeing shit. Dreh dich. Hey? Okay. Ach, da ist sie. Ja, Orientierung. Ich hab mich ein bisschen verflogen. So. So, da geht's ja weiter. Hier. What was that? Ach, ich. Freunde, lasst mich mal kurz hier durch. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für euch. Ah, genau, die schießen ja auch. Runter und vorwärts. Manchmal noch ein bisschen seltsam, diese Steuerung. Weil du halt hoch und runter an verschiedenen Punkten hast. So. Hier oben muss auch einer sein. Süß, wie er einem hinterherrennt. Da hinten, jawohl. Da müssen wir hin. Geh mal kurz weg, Schnitzel. Was hat er gesehen? Ich hab's nicht ganz verstanden. Na komm. Hä? Hey, ich dachte. Ich bin verwirrt jetzt. Aha. Jetzt haben wir viel Zeit verbraucht. Man möge es mir nachsehen, das ist lange her. Freunde, hey, ist alles cool. Wir können auch alle Freunde werden. Lass mal auf den Helikopter zu schießen, ob du eigentlich doof bist. Unverschämtheit. Was machst du denn mit anderer als Eigentum hier? Echt? Einfach auf den Helikopter geschossen. Das ist total teuer. Ich will nicht wissen, was so ein Helikopter damals in den 80ern gekostet hat. So. Komm ich mal ein bisschen hin nach? Ja, sie versuchen es. Ach komm, Freund, hä? Komm. Hallo. Hat immer wieder Spaß. So. Dann will ich mal ganz kurz hier nochmal rein. Kleiner Routineblick. So, wo ist mit ihm denn? Wenn man die Hände so da durchsehen, durchfliegen sieht. Ach Gott.
Ja, wie gesagt, das ist nicht allzu einfach manchmal. Hört jetzt sogar zwei von euch, ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Lass das mal. So, und du auch noch. Komm hier. Jawohl. Ewig muss ich sie ausschalten, ne? So, konnte ich nicht hier einfach straight hoch jetzt, ja. Aber ich glaube, da oben war ich jetzt, ne? Genau, wir müssen jetzt runter. Auf der Ebene, genau. Freunde, ich habe zu tun. Ich lasse euch arbeiten. Und ihr lasst mich arbeiten. So. Ja, 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 ist doch gut. Freunde, ich bin jetzt auch gleich wieder weg. Ich habe noch 2,5 Minuten. Dann wird eng. Aber schwierig. Manchmal ist es schwierig. Immer noch. Wie gesagt, Controller, kein Ding. Aber das ist manchmal hier ein bisschen tricky. So. Freunde, ich bin gleich weg. Ihr auch. Aber anders weg. Ja, wobei ihr seid überall dann. Sagen wir es mal so. So. Mal eben wieder über die Straße fliegen. Vor allem, er sitzt da in diesem, in seinem, sag mal, Privatsphäre und so. Glaub's ja wohl. Ja. Ah, jetzt wird's aber knapp. Wir haben zu viel rumgehampelt gerade. Das hat uns, glaube ich, ein bisschen das Genick gebrochen. Wir müssen noch 2 Bomben machen. Aber das wird schwierig. Tiefer? Hier, aber warte, das Stockwerk. Das wäre natürlich optimal jetzt. Ja, dieses Stockwerk, perfekt. Oh, noch eine Minute. Ah. Perfekt. Und wieder runter. Wir könnten es noch schaffen. 1 Minute haben wir noch. Also wenn wir jetzt halt noch beim nächsten... Oh nein. Nein! Okay. Das haben wir verkackt. Nein! Zeittechnisch hätten wir es geschafft. Aber es ist kein Problem, das machen wir. Ah, das ist wieder ärgerlich. Wenn man nur einen Punkt zu machen hast, dann ist das echt ärgerlich. Verdammt. Komm, gleich nochmal. Das versuchen wir jetzt nochmal. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Tobi, komm. So nicht. Aber die Cutscene können wir überspringen, oder? Können wir nicht? Können wir? Können wir nicht? Können wir? Können wir nicht? Na, look here, son. Können wir. So. Jetzt also nochmal. Wie Tommy schon außer Puste? Mann, 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 Mann. Gib es nicht. Da müssen wir öfter mit dir laufen, Tommy. So. Jetzt haben wir uns ein bisschen eingegroovt. Ja, ja, ja. Das können wir uns sparen jetzt, weil haben wir ja schon. Können wir mal was trinken? Vielleicht das Pappen auch. Ah, der leckere Multivitaminsaft. So, dürfen wir jetzt fliegen bitte? Wir kennen das doch schon. So. Das Problem ist, dass dieser Heli halt einfach sofort anfängt zu brennen. Du hast keine Vorwarnung von wegen so, gleich ist aber problematisch. Das ist doof. So, und ich glaube, ich stelle nochmal um, weil wir hatten nach links und rechts neigen, hatten wir bei AD. Ich muss gerade mal überlegen, wie wir es am besten machen. Helikopter fliegen auf Tastatur. Wir brauchen eins zum Hochgehen. Ja, wobei eigentlich hat das ganz gut funktioniert. Wenn wir das jetzt noch umstelle wieder, dann ist es. Dann haben wir noch mehr Probleme. So. Ja. Jawohl. Und los geht's. Und ab und zu halt mal wieder hoch. Ein bisschen auf Höhe bringen.
Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen mehr Überblick über das Gebäude, da ist es wieder einfacher. What the f- Na. Lass das doch mal. What was that? Ich darf auch nicht so oft irgendwo gegenfliegen, ist halt natürlich auch nicht so gut. Ja, genau das meine ich. Damn, I gotta lay off the pills. I'm ja gut, den sollte ich jetzt doch mal fertig machen. Sag mal, ob ihr... So. Darf das Ding nicht treffen. So. War das hier. Der hat's hinter sich. Du müsst die oberste Etage sein. Ja, da mussten wir hin. Crush, kill, demolish. Was hat er gesehen? Perfekt. So, und weiter sofort. Ja, komm, ist gut. Nein, Austin, warum bist du gesprungen? Eberhard. Das Leben ist doch so schön, Eberhard. Warum hast du das getan? So, 5 Minuten noch. Jetzt haben wir 2 Minuten gebraucht für die oberste Etage. Das heißt, wir sollten jetzt logischerweise proportional immer weniger Zeit brauchen. Das sollte funktionieren, wenn der Helikopter das überlebt. Und weiter geht's. Jawohl. Wir schaffen das. Wir sind's nämlich. Wir müssen halt wieder jedes Mal durch dieses Treppenhaus. Ne? Das ist natürlich jetzt auch nicht sonderlich geil. Aber so, was willst du machen? Ne? Muss. Eberhard! Oh, unser Bruder. Ralf. Weiß ich nicht. Ah! Nein! Da werde ich schon wieder mit der Steuerung hektisch. So. Ah, schon wieder einer mit der Pistole. Den muss ich jetzt leider schon mal wegschmerzen. So, nein! Oh, Kacke. Oh, er qualmt. Ich dachte, er gibt kein Zeichen. Scheiße. Dreh dich doch jetzt! Das wird wieder gefährlich. Du musst keinen Schlag mehr kassieren. Oder zu doof fliegen. Nein! Lass das, Eberhard! Eberhard! So, oh Gott. 1,5 Minuten haben wir jetzt gebraucht. Knapp, glaube ich. Der Heli ist aber auch schon wieder ziemlich am Ende. Das ist... Habe ich vorhin gar nicht gemerkt, dass der gequalmt hat. Muss er gequalmt haben. Zeittechnisch könnten wir das hinkriegen, aber ob der Heli das wieder aushält. Ich meine, wenn er jetzt wieder anfängt zu qualmen, zu brennen, meine ich, dann lassen wir das. Jetzt sind die Affen hier. Digga. Jetzt ist ja schon dunkler Qualm. Ob du doof bist, du kostest mich Zeit, Alter. Wo bist du? Da bist du. Ja. Da hat sich das. Weißt du, statt so Tommy einfach aus der Kiste rausziehen? Dann ist ja offensichtlich Tommy. So, und weiter. 2,5 Minuten. Jetzt wird's eng. Aber wir dürften, glaube ich, keine Wachmänner mit Pistole mehr haben. So. Jetzt vorsichtig. Nicht gegen die Wand scheppern, nicht gegen die Wand scheppern. Nicht gegen die Wand scheppern. Ah. So. Ah. Ja. Ja. Ich bin da.
Jawohl. Jetzt nach unten das Ziel und dann sollten wir es haben. Also, jetzt ganz vorsichtig fliegen. Wir müssen eigentlich nur noch hier rauskommen, dann haben wir, dann ist mit irgendwo gegenstoßen eigentlich kein Problem mehr. Nur noch sicher hier rauskommen. Nur noch sicher hier rauskommen. So. Was haben wir? Ich kann nämlich halt auch zur Seite neigen oder so, aber das ist halt irgendwie auf den anderen hier, links und rechts. Das ist A und D. Und das ist irgendwie seltsam, weiß ich nicht. So eine Minute noch. Komm, Endspurt jetzt. Und dann rüber mit dem Ding. Und jetzt von so einem LKW einfach von der Straße geklatscht werden. So. Ich habe hier eine Einmeldung. Die ist ziemlich eilig. Feuerwehr ist schon da. Oh mein Gott, ich habe damit nichts zu tun. Ich fahre nur rein zufällig und dann genau in dem Moment hier weg. Ihr seid nicht hilfreich. Überhaupt nicht hilfreich. So. Dann haben wir das. Hey, Freunde. So muss das sein, oder nicht? Perfekt. Beim zweiten Anlauf, ich sag ja, die Mission Pain in the Ass. Aber, ja, gut. Ich glaube, das ist Standard, dass man die Mission zweimal spielen muss. Aber ich glaube tatsächlich, auf der Konsole habe ich sie beim ersten Mal hingekriegt. Aber mit dem Heli auf der Konsole fliegen. Auf der Konsole in den Heli fliegen, so rum. Ist halt, finde ich, sowieso kein Thema. Also, das fand ich schon immer recht easy. Fliegen generell mit Controller ist immer geil. Aber Tastatur ist halt ein bisschen schwieriger. So, ich speichere jetzt hier nochmal. Immer noch das Auto. Wir sollten aufhören, hier unsere Fahrzeuge abzustellen. Das fällt, glaube ich, irgendwann auf. So. Nochmal reinmarschiert. Ocean View Hotel. Hier reinmarschiert. Den überschreiben wir mal eben. Tippitoppi. So, dann haben wir doch schon mal ein bisschen was geschafft, würde ich sagen. Und, dementsprechend, denke ich mal, werden wir in der nächsten Aufnahmesession weitermachen. Und dann schauen wir mal, was die Reise von Tommy Vercetti noch so auf sich, vor sich hat und so. Ich meine, die meisten, ihr wisst es ja. Wir wissen es alle, aber wir wollen es doch trotzdem sehen. Ne? Schön Nostalgie und so. Demnach, liebe Freunde, ich würde ja gerne jetzt Tommys Gesicht zeigen, aber das geht nicht. Will er nicht, also lassen wir das. Demnach sage ich mal, bis zur nächsten Aufnahme. Habt einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, Nacht, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Lower, harder, lower.